Hallo ihr Lieben, ihr bekommt jetzt einen Action-Haul oder Lidl-Haul. Also ich war im Action-Lidl und das zeige ich euch meine Ausbeute. Genau, wer im Action-Live-Haul-Video vorbeigeschaut hat oder das schon angeschaut hat, der hat ja eine oder die andere Sache gesehen, aber ich habe gesagt, ich mache da wieder ein separates Video draus, weil Action-Live-Haul ist online. Also den könnt ihr jetzt schon anschauen, falls ihr der ein oder andere nicht gesehen habt. Es gibt super, super schöne viele Sachen, gerade bei Action neu. Also gerade für den Garten findet ihr ganz viele Sachen. Für den Frühling, für die Deko, auch zum Basteln und auch so viele Sachen. Also Action lohnt sich halt immer. Und das war meine Ausbeute. So, wie sagt man, ich habe erst im Laden erfahren, was ich brauche. Eigentlich wollte ich so ein bisschen Geburtstagsdeko eventuell. Und ja, vielleicht irgendwas für einen Osterhase, was er im Garten verstecken kann. Habe ich auch gefunden. Das habe ich mir gedacht, das ist ganz cool für einen Osterhasen. Kann er im Garten verstecken. Ich versuche halt immer so dreimal das gleiche zu nehmen. Ich weiß, die haben einen unwahrscheinlich großen Altersunterschied. Das geht gar nicht immer, weil die jüngste bei mir ist 2, die mittlere ist jetzt dann 7 geworden und die Bella, die ist 10. Aber trotzdem finde ich, kann man jetzt zum Beispiel sowas, Barbie spielen sie doch irgendwie alle gerne und dann hilft der eine den anderen. Und deswegen fand ich das auch sehr cool. Ne? Eine ganze Kleidung hier, Oberteil, Unterteil, Schuhe und eine Sonnenbrille für 1,39 €. Das, ganz viele unterschiedliche Kleidungsstücke gab es da. Und das fand ich halt echt richtig günstig. Ich habe mich jetzt für die 3 entschieden. Wird der Osterhase dann einfach im Garten verstecken? Ich lege ihm das alles hin und dann kommt ja der Osterhase und versteckt das Ganze. Hoffe ich doch, dass er kommt. Mein Mann steht übelst, glaube, habe ich euch schon öfters jetzt gezeigt, auf die Dinger. Deswegen habe ich ihm die mitgenommen für 69 Cent, 2 Stück. Also wenn die zu Hause sind, dann sind die auch gleich wieder weg. Dann habe ich Neues entdeckt, das fand ich ganz cool, mal ausprobieren. Oh, jetzt kommen gleich wieder, oh, du kannst doch nicht Honig aus dem Supermarkt kaufen. Kein Imkerhonig, nee, kein Imkerhonig, aber ich fand den Preis auch ganz cool. 2,15 €, glaube ich, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? 2,19 €. 2,19 €, ja, und dann fand ich das da oben. Ach so, wenn ich das jetzt aufmache, dann, naja. Machen wir das mal. Ah, ja, richtig coole. Ja, so ist er. So richtig cool. Ich fand das cool. Ja, Honig mögen wir alle gern, deswegen finde ich das 2,90 € echt gut. Wie viel Gramm sind das? 350 Gramm. 350 Gramm. Und was ist im normalen Honig? Okay, in so einem ist 500 Gramm. Aber ich glaube, der kostet immer so 4 €, ne? Wenn ich mich aber schaut, ist fast leer. Da habe ich einen cremigen genommen. Konnte die kleine einstellen, gell? So. Ja, da ist auch noch Honig, aber den kann ich, glaube ich, dann mal weg. Obwohl, der geht auch noch. Wenn der so kristallisiert ist, kennt ihr das? Oh, das sieht so übel aus. Aber ich glaube, da muss man den einfach nur in die Mikrowelle und dann ist wieder gut. Ne? Das ist einfach nur der Zucker, der sich absetzt. Zum Backen bräuchte dann auch noch. Dann habe ich ein bisschen Party-Deko gefunden. 59 Cent für so 2 Girlanden. Fand ich auch ganz süß. Kann man dann schön dekorieren. So, das muss dahin. Das muss jetzt gucken, wo das alles hin muss. Samen gibt es beim Action. Dachte ich mir, ich mag zwar Avocado gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich ein Avocado. Keiner mag hier Avocado. Aber ja, ich wollte mal Avocado pflanzen. 37 Cent. Diese Mini-Tomaten dachte ich mir auch ganz süß. Mein Mann hat gestern schon Tomaten gepflanzt, aber ich glaube, er hat die großen gepflanzt. Und das sind ja die Cherry-Tomaten. Ich finde, die schmecken mal so ein bisschen besser. Eine 7, ich glaube 57 Cent. Das ist Party-Deko. Genauso wie das hier. Das hat 99 Cent gekostet. Dachte ich mir auch ganz süß. Können wir solche Pavillons ein bisschen aufhängen? Party-Deko, Party-Deko. Gartenhandschuhe, 1,15 €, habe ich ein paar meinem Mann mitgenommen, also das ist ja für ihn auch so Arbeitshandschuhe und sowas. Er fängt ja jetzt mal wieder im Garten an und da dachte ich mir, dass er da gleich perfekt vorbereitet ist, dass er direkt anfangen kann. Das fand ich auch so süß, dachte mir vielleicht auch versteckt, jetzt muss ich nur gucken, dass ich ob gerecht bleibe oder muss es gerecht sein. Freuen sie sich einfach gemeinsam dann daran. Ist auf jeden Fall von Pepper, eine Seifenblasenmaschine, keine Ahnung, Elektronik, geht die elektronisch dann. Fand ich irgendwie süß. Eier mit Batterie für 2,39 €. Klebeband war im Wochenangebot für 69 Cent. Nochmal hier so Gartenhandschuhe. Die waren für 89 Cent. Die sind eher etwas dünner und ich habe Größe S genommen mit der Hoffnung, dass es den Kindern auch passt. Dann habe ich so ein, ja, so ein dickes Multi-Pulti, richtig krass starkes Panzertape gekauft für 2,17 €, weil das gerade Stronghold, easy, ja, ja, bla bla, im Wochenangebot ist und mein Mann kauft das gern teuer für 6-7 € im Baumarkt, dass ich das gleich mitnehme, dann muss er das nicht teuer im Baumarkt kaufen. Im Endeffekt ist es nämlich das gleiche. Er meint zwar nicht, aber
Wenn ich jetzt ihm nicht sage, das ist von Action, wenn ich das jetzt hier so abmache, dann denkt er, das hat er mal beim Bauern gekauft. Und dann fällt es ihm nämlich gar nicht auf. Kreide habe ich mitgenommen. Ich glaube, die war 74 Cent, auch im Wochenangebot. Für die Luanas Party. Das ist eine 7, erkennt man fast gar nicht. Oder doch, man kennt es schon. Fand ich ganz süß. So Tiermotive, auch zum Aufpusten für die Party. Dann zum Verstecken im Garten für den Osterhasen. 3 so Seifenblasen. Ja, die wollen einfach irgendwo im Garten liegen. Ich muss mir dann nur eine Liste machen, was ich dem Osterhasen alles gegeben habe, dass wir dann auch alles finden. Ne? Ja, muss ich mal gucken, ganz in Ruhe. Ich will ein bisschen weniger Schokolade, eher so. Ja, so Kleinigkeiten. Ich meine, 44 Cent pro Ding. Und die freuen sich, und da ist ja nichts kaputt. Ist auch so als Mitbringsel, ne? Wenn man irgendwo bei Kindern zu Besuch kommt oder so, finde ich auch ganz schön. Freut sich jeder. Wie süß das ist. Ne? Zum Beispiel. Mit diesem, ist dann eher was für Buben oder Mädchen. Ne? Buben können auch Einhörner mögen. Pfeffer, da bin ich gespannt. So eine Pfeffermühle. Ich habe nur Knoblauchpfeffer, das hat mich jetzt gestresst. Ich muss mal wieder bei Just Spice bestellen. Ah, das ist echt so eine Mühle hier. Ach so, so eine Plastikmühle. Ob das dann so lange hält? 69 Cent, das war auf jeden Fall nicht teuer. Ich habe irgendwie eine Mühle gebraucht oder Pfeffer, oder das war da gerade so gelegen. Eine 3, weil ich die so süß fand und ich mir sicher bin, dass sie im August, wenn die Amelie 3 wird, es diese 3 nicht mehr geben wird. Deswegen habe ich diese 3 gleich mitgenommen, 80 cm groß, und ich fand die so süß. 99 Cent. Und Eisbergsalat, glaube, wird auch nie was, gell? Wann muss man denn einpflanzen? 80 bis 90 Tage dauert da. 3 Monate. Und dann könnte ich jetzt im April eigentlich starten, wenn ich es richtig verstehe. Naja. Und das ist dann leer. Die Samen habe ich euch schon gezeigt. Ja, das war... Ah nee, das war noch nicht Action. Dann habe ich noch... Das ist zum Action. Das ist so cool. Der kostet 1,99. Ist richtig, richtig stabil. Die Kinder haben letztes Jahr so viel mit diesem... Was ist denn das? Schaumstoffflieger gespielt. Ja, das ist dann hier so ein... Wirklich so ein Schaumstoffflieger. Ich glaube, der rote, der liegt sogar noch im Schuppen. Habe ich mir auch gedacht, den Osterhasen zum Verstecken im Garten. Damit haben die echt Ewigkeiten gespielt. Kann ich euch sowas voll empfehlen. Und Geschenkpapier zum Einpacken von den Geschenken von der Luana. Die ist Sonntag. Ich glaube, das Video kommt aber erst dann nach online. Die wird Sonntag, aber ist dann wahrscheinlich schon, wenn dieses Video online kommt, 7 Jahre alt geworden. Und da müssen die Geschenke noch eingepackt werden. Ich denke, ich nehme euch da auf Instagram mit. Da würde ich auch nochmal zeigen, was ich ihr schenke. Da wollen ja auch mal. Folgt mir da sehr, sehr gerne. Lisa Schnapper heiße ich da, genauso wie hier. Einfach in der Story immer täglich reingucken. Da ist wirklich täglich irgendwas von mir. 69 Cent auf jeden Fall. Fand ich auch nicht teuer. Schönen Print. Einmal mit so Pusteblumen. Sieht man das? Und einmal mit Rosen. Ich dachte immer, das matcht ganz gut, die zwei Farben. Und dann kann man das so schön einpacken alles. Genau. Und dann kommt schon Lidl. Beim Lidl habe ich einmal. Ich mal die Müll hier weg. Muss mal gucken. Die Gesundheit habe ich einmal mitgenommen. Ach, da würde ich mir mal auch freuen. Er hasst ja auch so. Er liebt einfach seinen Baumarkt. Er kauft gern teuer ein. Ich nicht. Ich habe einen Lack mitgenommen für unser. Wie heißt es? Spielgerüst. Wo halt die Schaukel dranhängt, Rutsche und sowas. Das muss man nicht gestrichen werden. Und ich habe mich für Anthrazit. Sieht man das hier? Anthrazit entschieden. 25 Quadratmeter. Ja, ich bin mal gespannt. Hochreinigungsfähig. Keine Ahnung. Hier sieht man, dass hier hinten es ungefähr aussieht. Jetzt ist es so. Eine Seite ist dunkles Holz. Schaut richtig Banane aus. Und auf der anderen Seite ist noch komplett unlackiert. Oh, jetzt ist mein Thermi ausgegangen. Ich mache nämlich gerade Kartoffelbrei. Ich hoffe, das Rezept macht er mir gleich wieder auf. Genau. Entweder streiche ich, aber man muss die eine Seite wahrscheinlich erst abschleifen. Oh, kein Bock. Aber ja, weil der Blätterteil schon ein bisschen ab und dann. Denke ich, 2 reichen, 12,99 pro Ding. Wir hatten schon öfters von Lidl oder von Aldi gelackt und ich fand die immer gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Man muss immer Holz nachlackieren. Spätestens nach 2 Jahren musst du irgendwas mit dem Holz machen. Ich glaube sogar, ist es empfohlen jedes Jahr. Warum ist das so? Die ist so aufgebläht. Die nicht. So, ob sie gleich jeden Moment platzen würde. Schön. Okay. Dann haben wir hier noch eine Tüte vom Lidl, kam auch mit hier 5 Kilo Sack. Ich habe nämlich schon aber schon gekocht damit, deswegen ist der offen. 5 Kilo Sack Kartoffeln für 5,49. Irgendwie kam mir das so teuer vor. Und
Hackfleisch ist auch schon verarbeitet vom Lidl für 3,99 für 800 Gramm. Das wird unser Mittagessen hier. Ich muss jetzt auch gleich direkt weitergehen, aber ich dachte mir, ich habe kurz Zeit, mache ich direkt den Haul, dann kann ich während dem Kochen euch das Video gleich schneiden. Ja, Multitasking, ne? Eier habe ich einmal mitgenommen, weil ich mir dachte, 1,99 vielleicht später Pfannkuchen zu machen. Käsestangen waren im Angebot für 1,19 €, weil ich kaufe zwei, zahle aber nur, kaufe drei, zahle aber nur zwei, warum? Genau, mein Mann hat Nachtschicht, dann kann er dann noch eine mitnehmen und das ist ganz praktisch. Dann habe ich das mitgenommen, das sind so Eier, das fand ich richtig cool. Die kann der Osterhase dann auch verstecken, das ist Knete halt dann. Vier Kneteier, 75 Gramm, hat gekostet 1,99 €. Und ich fand halt das ganz süß, dass das in Eiform ist. Hier sieht man das nochmal. Dann kann man die so gut verstecken im Garten. Dann haben die halt was zu suchen. Ne? Der Osterhase, der hat ja wahnsinnig Spaß am Verstecken. Und man muss ihm ja irgendwas hinlegen. Und ihr wisst ja, Amelie hat eine Eiallergie. Also echte Eier sind immer so ein bisschen blöd, wo man halt echt, normalerweise bemalen wir die ja, aber dann darf sie die nicht essen. Vielleicht malen wir auch noch Eier. Ja, das wäre auch noch eine coole Sache, gell? Eier bemalen. Eier bemalen, die selbstgemachten Eier stellen wir dann auch raus. Und dann kann der Osterhase, hat aber ganz viel zu verstecken, der Osterhase. Hat er ja so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, ob er das dann alles schafft bei uns. Snackbook habe ich mitgenommen für 1,59 €. Essen wir ganz gerne. Hühnerbolognese, Senf habe ich vergessen. Frikadellen ohne Senf gemacht, das schmeckt mir eigentlich gar nicht. Ich bin echt gespannt, wie die gleich schmecken. Für 69 Cent. Toast für 99 Cent. Toast ist jetzt niedrig geblieben für 49 Cent. Knoblauchsoße für 99 Cent. Ist auch voll teuer geworden, oder? Früher hat so eine Knoblauchsoße 59 Cent gekostet. Was ist denn da los? Weil ich habe mir noch überlegt, ob ich die beim Action mitnehmen sollte. Da gab es auch eine Knoblauchsoße. Da waren 500. Das Doppelte für 1,99 € drin, also vom Preis fast gleich, ne? Aber die sah irgendwie interessanter aus und die hat so einen Spritzbeutel. Also beim nächsten Mal nehme ich mal vom Action die Soßen mit. Haben mir schon ganz, ganz viele empfohlen, dass die Soßen vom Action richtig gut sein sollen. Ja, da gab es Honigsenf, Knoblauch, da gab es ganz, ganz viel. Und zu guter Letzt, das brauche ich jetzt dann auch noch, oder zu guter Letzt, ja, brauche ich auch noch, ja, Leute, das war's. Zum Kochen Sauerkraut. Ich habe in einer Story bei einer anderen Sauerkraut gesehen, wie sie die genüsslich gegessen hat und dann hat sie sich sogar nochmal nachgeholt beim Einkaufen. Die hat so Bio-Sauerkraut genommen. Ich habe jetzt kein Bio-Sauerkraut, weil ich nicht die Bio-Frau bin, aber es sah so genüsslich und lecker aus, dass ich mir dachte, boah, ich brauche auch Sauerkraut. Deswegen gibt es heute auch Frikadellen mit Kartoffelbrei und Sauerkraut. Hoffentlich ist da meine Sucht bewältigt. Ich habe nur noch von Sauerkraut. Der Mund, kennt ihr das? Mir läuft sogar die Spucke im Mund zusammen, weil ich da so Bock drauf habe. Ja, ich freue mich sehr auf das Mittagessen. Ich habe ausgegeben beim Action einmal 26,36 €. Beim Lidl war es viel, 45,67 €, aber weil die zwei Farben ja schon allein 26 € gekostet haben, 25,98 €. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Hoffentlich habt ihr irgendwie Inspiration bekommen und wenn nicht, dann wenigstens Unterhaltung. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch sehr, sehr gerne. Hüpf sehr gerne auf Instagram rüber. Da wirst du auch immer unterhalten. Ich habe da eine Leidenschaft mit lustigen Reels gefunden. Und auch sonst siehst du halt meinen ganz normalen Alltag, was ich so mache, wie ich jetzt hier gerade koche zum Beispiel. Und hüpf sehr, sehr gerne rüber. Und Rabattcodes gibt es eigentlich auch täglich. Irgendeinen hole ich mir immer von irgendwo her. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Schon so gewohnt der Satz. Ciao.